Trennt euch bitte. Hallo, liebe Leute. Es ist Nummer 21. Nummer 22. Richtig, wie kam ich jetzt auf 21? Nummer 22, die erste Folge nach Nummer 21. Und es ist draußen arschkalt. Wir hoffen, ihr hört es an einem warmen Ort vom knisternden Kaminfeuer. Ja, auf einem Eisbären, auf einem ausgestopften. Zeiten des Klimawandels doppelt schädlich. Ist egal. Ich habe ein bisschen was Organisatorisches zu klären, bevor wir in Medias Res gehen. Richtig durchstarten. Ja, das könnt ihr euch auch wegdenken. Aber es muss jetzt erledigt werden, weil es ist auch ein betrübliches Ding. Und zwar in den nächsten 4 Wochen sind wir organisatorisch, weil wir ja nebenbei noch ein Hauptleben zu leben haben, nicht in der Lage, große Aufnahmen zu stemmen zeitlich. Weswegen eventuell nur sehr kurze Outtakes etc. hochgeladen werden. Vielleicht produzieren wir auch noch ein bisschen was vor. Wir überlegen gerade noch. Schaut einfach mal rein. Schaut vor allem auf die Facebook-Seite. Da kann immer mal was passieren. Man weiß nicht was, weil ein Teil von uns hat ja scheinbar Zeit. Wusste ich auch nicht. Aber ist so. Im April geht es spätestens wieder weiter. Aber wir tun unser Bestes, auch dazwischen noch ein bisschen was zu wuppen. Und das andere, was ich noch ansprechen wollte, ist, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Wovon denn? Was enttäuscht dich denn? Ich habe bisher keine Ideen für Pilzbücher gekriegt. Oh nein. Aber vielleicht war das mein Fehler, weil wir haben diesen Aufruf erst sehr spät in der letzten Folge gestartet. Ja, so weit hört keiner. Glaube ich auch nicht. Du musst direkt damit anfangen. Jetzt ist deine Chance. Die US-Amerikaner haben jetzt schon abgeschalten. Bist du ein bisschen krank? Man hört es so an deiner Stimme. Ja, aber durchgängig, das ist ja halb so wild. Ja, das stimmt. Was haben wir denn heute, um jetzt endlich mal sozusagen die heißen Eisen anzupacken, was haben wir denn heute überlegt? Zum Thema? Zum Thema. Wichtig beim Thema ist ja erstmal zur Hinleitung zur Themenfindung. Wie du schon angesprochen hast, es ist wahnsinnig kalt. Ja. Winterliche Temperaturen, was wir den ganzen Winter sonst eigentlich nicht hatten. Fast 30 Grad minus in Teilen des Landes. Der Dezember war wahnsinnig mild und ich habe so das Gefühl, dass quasi jetzt, wo es so kalt wird, beginnt irgendwie für mich so die Vorweihnachtszeit. Ja. Wo man so Sachen macht, die man sonst in der Vorweihnachtszeit gemacht hat. Als Kind zum Beispiel einen Wunschzettel schreiben. Aha. Beim Thema Wunschzettel wurde einer von mir als Kind aufgehoben. Und da habe ich eine schwere Phase durchgemacht. Das war diese Phase, wo du dann auch die Augen immer zugemacht hast auf Fotos. Das war da ein bisschen früher tatsächlich. Da war ich nämlich großer Anhänger von einem Spielwarenhersteller aus dem Raum Nürnberg. Und zwar wollte ich da alles haben und anstatt den Katalog einfach an den Wunschzettel zu heften, habe ich alles abgeschrieben. Und deswegen steht auf dem Wunschzettel ganz oben groß Schloss, das Schloss gewünscht. Wie meine Eltern so waren, habe ich das Schloss natürlich nicht bekommen, sondern die Arche Noah. Deine Eltern sind aber noch unter uns, weil du gerade eben das Präteritum verwendet hast. Naja, damals waren sie so drauf, da habe ich die Arche Noah bekommen. Das war sogar der Plusquamperfekt. Das war sehr abgeschlossen. Da hast du die Arche Noah bekommen. Tatsächlich, ja, das war so Kanonenbootpolitik, die ich dann gefahren habe. Richtig, Arche Noah. Die Arche Noah hatte ich im Adventskalender tatsächlich mal. Da waren die Heiligen Drei Könige drin und die Arche Noah. Das waren so biblische Motive. Da wollte man noch retten, was zu retten ist. Damals fing das an, dass ich nicht mehr in die Kirche konnte, ohne dass ich es brennen angefangen habe. Naja. Ja, aber ja, ich habe mich das wieder eingeholt. Und deswegen wollte ich heute über das Thema Schlösser sprechen. Wir könnten aber auch über diesen großen Spielwarenhersteller aus der Nähe von Da können wir mal eine eigene Folge machen. Über das Thema die Pferde, die es in den 70er Jahren noch gab, die dann abgeschafft wurden. Dann haben die Sattel nicht mehr auf die Pferde gepasst. Richtig. Das hat mich sehr geärgert. Richtig, und später ja dann nochmal. Ja, jetzt schreiten die mittlerweile. Die schreitenden Pferde eingeführt wurden. Und es gibt auch springende Pferde. Das habe ich noch nie gesehen. Also es war nach meiner Zeit. Springende Pferde? Die anderen Pferde hatten immer nur so W-Form. Ja, und der Hals ist immer so runtergeklappt. Irgendwann, wenn das Scharnier nachgelassen hatte. Ich hatte bei meiner Sammlung hatte ich immer so einen kleinen Schraubenschlüssel dabei. Die konntest du nämlich festziehen. Ein kaputtes Pferd habe ich meiner Großmutter dann geschenkt. Ich konnte natürlich nichts damit anfangen. Irgendwann wollte ich es auch zurück. Bei uns in der Gegend wurde immer sehr viel gebuddelt. Es entstanden viele neue Häuser, weil ich ja in der Siedlung aufgewachsen bin. Und auch danach haben sich noch viele Rösser und Ähnliches in diesen Erdaushuben dann in Gärten und so weiter gefunden, weil wir haben diese
Spackel dieser Erdberge haben wir bespielt. Und dabei ging natürlich auch einiges verloren, weil natürlich sind die Viecher und die Menschen und so dann in Höhlen gezogen. Ja, klar. Na klar. Jedenfalls gut. Bitte. Das ist nicht unser Thema. Was ist denn unser Thema? Schlösser. Richtig. Was bei mir immer hochkommt, wenn ich Schlösser höre, ist nicht nur die Galle, wie gerade eben, aber das liegt am Getränk. Nein, Schlösser und Seen verbinde ich immer automatisch. Das geht so in einem Rutsch, ja. Schlösser und Seen, ja. Ja, ist egal. Woher das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Was hast du dir denn zu Schlössern überlegt? Ich habe mir gedacht, zu Schlösser, das ist ja so ein Thema, das kann man ja ganz breit angehen. Zum Beispiel, wenn du sagst Schlösser und Seen, könnte man aber auch sagen Schlüssel- und Schuhdienst. Schlüssel- und Schuhdienst. Auch eine Frage, die philosophisch nicht zu klären ist. Warum existieren Läden, die beides aufweisen? Schlüssel- und Schuhdienst. Ja, das liegt zu einem daran, dass man von einem allein nicht gut über die Runden kommt. Und die haben relativ ähnliche Gerätschaften. Aber da habe ich mir gedacht, was gibt es denn noch für Sachen, die so zusammen quasi sind? Und zum Beispiel so Post- und Lotto-Annahmestellen. Das ist aber so neu. Schreibwarenhändler. Das ist aber neu. Ich bin ja noch aufgewachsen mit Postämtern. Also während ich jung war, wurde die Post irgendwann mal privatisiert. Von der Kutsche umgestellt. Richtig. Die Post wurde irgendwann privatisiert und danach wurden diese Postämter dann langsam ausgelagert. Also ich glaube, in großen Städten gibt es schon noch ein Postamt, oder? Ich denke. Also wo nur Post drin ist. Das heißt ja auch nicht mehr Postamt. Aber Poststellen. Und in kleineren und mittleren Städten, wir leben in der großen Stadt. Deswegen könnten wir da eigentlich mal offenen Auges durch die Innenstadt laufen. Ist egal. Jedenfalls... In kleinen, mittleren Städten gibt es gar nicht mehr, sondern da ist es immer kombiniert. Mhm. Weißt du, mit was es auch noch ganz gerne kombiniert ist? Meistens nicht die Post, sondern andere Post, Paket. Ganz andere Läden. Nee, Paketannahmestellen gibt es ja auch noch, private. Ja. Und die sind gerne kombiniert mit Wäschereien, die wiederum sehr gerne von Chinesen geführt werden. Und Wäschereien mit Comedy-Clubs. Wäschereien mit Comedy-Clubs ist zum Beispiel auch sowas. Oder Restaurants und im Hintergrund so Hahnkämpfe oder so. Auch nicht schlecht. Und die Hähne kriegst du gleich zu essen. Die sind dann halt... Die kannst du aussuchen. Erstmal. Muskulär, vollkommen im Arsch, weil die... Naja. Sind vorgeschnitten dann. Die sind vorgeschnitten. Ja. Das war das also zum Thema Schlösser. Das war die Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Nee, aber Schlösser, da haben wir es ja schon quasi das Teekesselchen aus Architektur und einem Verschlussmechanismus. Ja. Und das gibt es ja nicht nur beim Thema Schlösser. Es ist natürlich etymologisch, sprachlich aus dem gleichen Umfeld herzuleiten. Weil ein Schloss sozusagen von verschlossen herkommt, genauso wie eben das Hängeschloss. Ja. Ja. Und so ist es auch beim Thema Riegel. Mhm. Der sächsische Westriegel zum Beispiel. Der sächsische Westriegel? Ach, du meinst so ein Körnerriegel? Nee, der sächsische Westriegel. Das ist ein Querbau aus Backstein in der Hoch- und Spätromanik, beziehungsweise auch in der frühen Backsteingotik verwendet. Ach was, und wieso heißt der Sächsisch? Also Sachsen ist ja nicht so bekannt. Da tritt er hauptsächlich auf und kann auch gerne besichtigt werden an der romanischen Straße. Ja. Die feiert ihr 25-jähriges Bestehen dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und da kann man langfahren und ganz viele... Unsere romanische Straße. Dorfkirchen. Aber da muss man schon dazu sagen, dass nicht das Sachsen, das wir heute kennen, das Sachsen ist, sondern das Siedlungsgebiet Sachsen-Anhalt. Der Sachsen im frühen Mittelalter. Und im Frühmittelalter waren die Sachsen wesentlich weiter im Westen ansässig. Das heißt, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. Ja. Deswegen ist die Backsteingotik wesentlich weiter im Norden ansässig. Der Westriegel ist so eine ganz berühmt-berüchtigte Gebäudeform, ein Gebäudeteil, der so wahnsinnig imposant wirkt. Da sind nicht viele Fenster, nicht viele Tore, sondern einfach nur so eine Platte. Hinter. Wie Apachenpapp. Ja, ich weiß nicht. Schlösser. Es gibt ja noch ein drittes Schloss, um uns da die etymologische Annäherung irgendwann mal auch abschließen zu können. Das Schloss beim Gewehr. Ja. Das sind ja die sogenannten Zündschlösser. Mhm. Die haben auch, glaube ich, was damit zu tun, weil sie aus Metall sind und ähnliche Mechanismen aufweisen wie ein Schließschloss. Ja, und wie der Schuh- und Schlossdienst zusammengelegt wurde, haben ja auch die Kunsteisenhandwerker sowohl eben Schlösser gemacht, als auch dann die Zündschlösser. Also wir können froh sein, in Amerika gibt es vielleicht noch, dass in so Schlüsselmachereien auch noch Gewehre hergestellt werden. Weiß man ja nicht. Aber bei uns ist es jedenfalls dann auf den Schuh irgendwann übergegangen und seitdem gibt es eben diese Schuhmachereien. Ich erinnere mich da auch an einen ganz schlimmen Tatort, der im Schlüssel-Schloss-Milieu gespielt hat. Ja, ja, also ganz eingebildeter war das.
Ja. Ich habe mir natürlich, wie es meine Art ist, das große Schloss mehr vor Augen. Schlösser und Gärten, sage ich nur. Ich habe mir die Arten von Schlössern mal überlegt vorzustellen in dieser Folge. Es ist jetzt auch wieder nicht zwingend witzig. Okay, ja. Insgesamt muss man ja sagen, historisch gesehen ist das Schloss, die Burg, vom Berg in die Stadt gewandert. Ja. Das ist ein schönes Bild, oder? Das ist ein sehr schönes Bild. Die Burg thronte oberhalb einer Ansiedlung meistens, war nur zur Verteidigung, da kommt auch etymologisch Burg, Berg, das ist alles das Gleiche. Und Schloss ist dann eher in der Stadt angesiedelt und wichtig, Stichworte, liebe Kinder, zum Mitschreiben, Repräsentation statt Verteidigung. Ne? Und deswegen wollte ich nochmal für unsere japanischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, die jährlich den größten Touristenmagneten Deutschlands anfahren, aufklären, Schloss Neuschwanstein passt da überhaupt nicht rein. Das wurde sozusagen repräsentativ auf einem Berg geplant. Aber das war nur möglich, weil zu dem Zeitpunkt, Ende des 19. Jahrhunderts, ja bereits alle Berge voll waren. Nein, ja bereits die Technik so weit war, dass man auch schon wieder einen Berg besiedeln konnte. Da hat man ja, glaube ich, auch die Spitze gesprengt, um den Platz zu machen. Ja, aber ich meine, diese Lustschlösser und Freizeit und irgendwas. Aber die wurden Schlösser nicht auf dem Berg. Ja, aber sind trotzdem weit außerhalb und ja. In der Landschaft und mit möglichst viel Natur. Da gibt es zum Beispiel einen großen Unterschied. Das gibt es zum Beispiel in Frankreich ganz extrem. Da hast du Chateau. Das impliziert, wenn du Chateau sagst, impliziert, dass das Ganze ein Landschloss ist, was außerhalb einer geschlossenen Siedlung ist, ist aber auch repräsentativ. Und Palais, was immer in der Stadt angesiedelt ist, was in Deutschland ja so ein bisschen doppelt gemoppelt als Stadtpalais bezeichnet wird. Schön. Ich bin gut, ne? Ich weiß. Ich wollte die Getränke heute gleich mal am Anfang offenbaren. Oh, mach das mal. Weil die sind so lecker. Ich hol's. Überbrück. Du Sau. Das dauert nicht lang. Getränke. Ui. Was hast du denn da? Kennst du das? Ja. Lassis. Lassis oder lass ich's lieber nicht? Nicht, ja. Ja. Aha. Heute verunglückt diese Waschbecken. Mit verschiedenen Geschmäckern auch. Ja, einmal Mango und einmal Himbeer. Kennst du dich aus mit Lassis? Du wolltest ja auch mal die Rubrik Daily News hier einführen. Weswegen ich denke, du kennst dich besser aus mit Lassis, weil die, glaube ich, aus dem fernen Osten stammen, ursprünglich. Diese hier wurden vom österreichischen Biobergbauern aus den Alpen hergestellt. Ja, tatsächlich, wenn es um Getränke geht, sind ja vielleicht auch Inder ursprünglich. Eher nicht, eher dann, da gibt es so eine Art, ich weiß immer die Fachbegriffe. Josef Wachtenhuber. Josef Wachtenhuber ist der Fachbegriff. Erdbackel! Es geht bei mir immer mehr so ins Tourettiche. Oh, schön. Ja, okay, du hast dich für den Mango entschieden, ja? Nein, du hast dich für die Himbeere entschieden. Deswegen. Du hast mir die Himbeere hingestellt. Okay, jetzt dann tauschen wir bitte. Ja? Ich finde Himbeere besser. So, jetzt machen wir mal auf, um dieser Farce ein Ende zu bereiten hier, diesen unwürdigen Warum Schauspiel. Kann man das auch seitlich da aufmachen? Das ist... Ach, zur Trennung. Biobergbauern. Ja. Ja. Ja, ist gut. Ein Schütteln vorher. Habe ich vergessen. Ja, meint es lieber. Du lebst gefährlich, du leckst den Deckel. Ja. Wieso lebe ich gefährlich, wenn ich den Deckel leck? Ja, da kann man sich die Zunge böse aufschneiden. Was? Ich habe mir da noch nie die... Noch nie? Nee. Du hast dir noch nie die Zunge aufgeschnitten? Noch nie. Also das blutet richtig. Also Zunge blutet richtig. Zunge geblutet. Aber ordentlich. Ja, du bist dann so ein Fachmann für Zungenschnitte. Ja, also es schmeckt ganz gut. Dickflüssigere Joghurtmilch. Ja, super. Ja. Ja, ist gut. So, jetzt mache ich mal meine Palastarten hier, meine Schlossarten. Ja, mach das mal weiter. Das Stadtschloss im Deutschen, ich habe jetzt die deutschen Unterschiede. Eigentlich wollte ich ursprünglich Schlossarten aus der ganzen Welt vorstellen. Ja, ich dachte jetzt, wo es um Japan geht, ist doch auch spannend. Weil die sind auch immer in der Stadt, meistens. Ja, das Problem ist, die Recherche ist... schwierig, weil das natürlich nicht, die werden überhaupt nicht als Schlösser kategorisiert. Ich mache jetzt die Schlösser intern sozusagen. Das Stadtschloss, die aktuellste Diskussion über ein Stadtschloss ist ja das Humboldt-Forum in Berlin, wo sie das seit ewigen Zeiten, ich habe vor ewigen Zeiten in Berlin gewohnt, da wurde schon diskutiert, wann und wie man das Ding wieder aufbauen soll. Und jetzt wird es gemacht und das ist natürlich mit großen Diskussionen begleitet, weil man jetzt einen historisierenden Bau wieder in die Mitte von Berlin stellen will. Und man hat ja Erichs Lampenladen abgerissen vorher, weil wir es gerade vom
Ostriegel hatten. Oh je. Das war ja dieses DDR-Kulturzentrum in der Innenstadt von Berlin. Und stattdessen baut man jetzt ein preußisches Stadtschloss wieder hin. Ist natürlich mit Diskussionen begleitet. Und ich hätte es zum Beispiel privat auch besser gefunden, wenn man das ganze Ding in ähnlichem Umfang, in ähnlichem Ausmaß, meinetwegen mit einer historisierenden Seite gebaut hätte, aber den Rest sehr modern gestaltet, ja, dass man den Unterschied sozusagen erkennen kann. Mhm. Aber wer bin ich schon? Genau. Wenn mich irgendwann Leute kommen und denken, das ist so. Mhm. Wenn Leute so Steinzeitbauten, ja, aufbauen, damit. Oh ja, das haben wir beide schon Münzen, mal erlebt. Münzen unter Pferde setzen. Mhm, weil die Münzen müssen unter die Pferde gesetzt werden, damit, wenn wirklich mal was passiert und das Zeug brennt ab und Jahrhunderte später gräbt es jemand aus, der dann denkt, oh, da hat sich dann wirklich mal eine steinzeitliche Siedlung befunden. Oder die hat sich erhalten so lange. Auch nicht schlecht. Nein, da sind ja dann Euros drin. Euronen. Wie wir Fix- und Foxy-Fans sagen. Naja. Selbst da wehren sich ja Leute dagegen. Gegen Euronen, ne? Interessant. Selbst unter dem Feld ist mir das zu viel. Haben wir mal einen Hardliner kennengelernt, ne? Jean-Paul-Folge, sag ich nur. Jean-Paul-Folge. Ja, also die aktuellste Diskussion in dem Humboldt-Forum ist ja diese Ausstellung von Objekten ethnologischen Ursprungs, die eventuell nicht ganz freiwillig nach Berlin geraten sind. Ja. Und da lief einiges auch schief. Ich glaube, den Bautermin, den Abschlusstermin können sie jetzt gar nicht mehr einhalten und so. Okay. Ich kann auch schon lange nicht mehr einhalten. Es ist, ach, Wahnsinn. Naja, dann gibt es noch das Wasserschloss. Mhm. Ein Wasserschloss ist es bereits, wenn es von einem ganz dünnen Graben umgeben wird. Also wo der Wasseranteil am Schloss sehr, sehr wenig ist, aber es ist bereits ein Wasserschloss. Da ist es ja meistens dann in der Ebene gebaut, ne? Ja. Logischerweise. In Norddeutschland gern genommen. Du fährst aus dem Ruhrgebiet raus und hast plötzlich vor der Nase die ganzen münsterländischen Wasserschlösser. Das ist herrlich. Du fährst durch Wälder, Schafe, Kühe. Ne? Viertelstunde vorher hast du doch links eine Sportarena, rechts eine Sportarena gesehen. Das ist Wahnsinn. Ach, Deutschland. Ein Wasserschloss darf man übrigens nicht verwechseln mit dem Tag, wenn im Buckingham Palace die Toiletten überlaufen. Weil dann ist es ein Unterwasserschloss. Den will ich jetzt knallhart. Ich will da eine Gelächter eingespielt. Nee, eine Zikade. Eine Zikade will ich da zirpen hören. Nein? Nicht mal die. Und dann gibt es noch einen Palast. Und der wird nur, wenn er besonders repräsentativ ist, überhaupt erwähnt. Okay. Das Wort Palast ist natürlich nicht geschützt. Aber Palast wird ein Schloss nur genannt, wenn es besonders repräsentativ ist. Und es wird witzigerweise auch für orientalische, das heißt irgendwie osmanische, türkische Schlossbauten verwendet. Mhm. Und es leitet sich vom römischen Palatin ab, das ja Berg ist. Ja. Und Sitz der Kaiser war natürlich im römischen Reich. Mhm. So, das war meine Liste. Ich habe mal eine Liste gemacht. Ist es was? War ich deiner würdig, listentechnisch gesehen? Schön. Ja, danke. Hast du noch was über Schlösser? Oder hast du noch was zu ergänzen? Das letzte Mal hast du mir eher vorgeworfen, dass ich immer so Tagesordnungspunkte setze und dann, wenn das eine abgeschlossen ist, zum nächsten übergehe. Hast du einen schönen Übergang für mich vielleicht? Wir haben uns... Palast der Republik hieß das Ding. Erich Lampenladen. Boah. Bitte. Wir haben uns überlegt, Russisch-Tourette. Mal was Neues zu machen. Ficken. Das ist ein alter Hut. No, bitte. Mittlerweile. Eine neue Liebe Republik, das in dieselbe Kerbe schlägt wie Pimmelwitze. Hm? Und zwar hatten wir uns nochmal überlegt, eine neue Rubrik anzufangen. Sollen wir die jetzt mal anfangen? Können wir machen. Wir hängen noch am Namen. Ich hatte mir einen Namen überlegt, das muss man schon sagen. Sag, wie heißt die Rubrik und worum geht's? Nein, ich sag nur den Namen erstmal. Und dann sagst du, ob du auch... Dann muss ich dir sagen, worum es geht. Interessant. Das können wir machen. Ich hatte den Namen mir überlegt, Pointchen und Anton. Gut. In der Rubrik... Das ist eine 7, ne? Das ist keine 6 mehr. Das ist eine 7. In der Rubrik geht es darum, dass wir so witzige Typen sind und auch gern mal einen Scherz... Ich ja scheinbar nicht. Ich wäre ja hier irgendwie... Sehr gern herumscherzen. Und wir natürlich auch genau wissen, wie funktioniert Humor, wie sind, nein, ich habe noch, wie sind gute, gute Witze aufgebaut und wir wissen perfekt mit der Feedline und der Punchline umzugehen. Das sagst du immer so, ich sag dazu Pointe und Aufbau, aber gut, wer bin ich?
Naja, das ist ein ganz anderes Konzept. Also Feedline Punchline ist ja dieses klassische Stand-up-Konzept. Ja. Kennst du? Ja. Während, nee, das ist wieder was anderes. Während die bei der Pointe ist es ja dann quasi so eine längere Erzählung. Auf jeden Fall. Siehe vorangegangener Text. In dieser Rubrik geht es darum, dass einer von einem Witz eine Pointe vorträgt, der andere muss darauf kommen. Eine Punchline. Muss darauf kommen, wie die komplette Hinführung zu dieser Pointe lautet. Richtig. Und da bin ich sehr gespannt. Hast du noch einen Titel? Ich finde, solange es nicht Feedpunch heißt, ist alles in Ordnung. Okay, also Pointchen und Anton, ja? Auf die Pointe, fertig, los. Aber auch machen. Bitte nicht. Also willst du zuerst deine Pointe vortragen? Ja, kann ich machen. Ich habe mir sogar zwei überlegt. Ich auch. Willst du zuerst? Die Eins. Was? Willst du zuerst die Eins oder ein Pfarrerwitz? Erzähl. Welchen? Die Eins. Die Eins. Ich habe große Sorge, dass ich den Pfarrerwitz schon mindestens 15 Mal gehört habe. Nein, also man muss dazu sagen, ich bin großer Pfarrerwitze-Fan. Ich habe auch keine anderen in meinem Repertoire. Naja, wie gesagt, ich brannte. Lichterloh. Also, Nummer uno. Ah, das trifft sich gut. Dann wissen Sie sicher, wo hier die Toiletten sind. Das ist die Pointe, die ist schon als Pointe nicht so kramermäßig. Jetzt kannst du dir den Witz dazu rekonstruieren. Moment, wie? Ich sag warm und kalt, wenn du in die Richtung gehst. Das trifft sich gut. Ah, das trifft sich gut, dann wissen Sie sicher, wo hier die Toiletten sind. Es ist, also ich sag mal, aus der Kategorie Witze, über die man früher mal gelacht hat. Boah, und ich wollte es einfach halten, ne? Das habe ich sehr einfach, das ist ein sehr einfacher Witz. Wirklich, also ich habe mir extra Witze überlegt, die wirklich sehr knackig sind. Okay, also das ist ganz klassisch ein Witz in einem erdachten Gespräch, wo einer der Protagonisten... Ja, es sind zwei Protagonisten, da bist du ganz richtig. Ja, und der fragt dann nach etwas und dann ist es ein... haben wir einen Verhörer drin wahrscheinlich, einen klassischen? Nein, und dann wissen sie... überhaupt nicht. Rat doch nochmal in Richtung der Protagonisten weiter. Also es sind wir ja nie immer nur wir sind zwei Männer. Wir befinden uns auf einem Subkontinent. Nein. Auch der einzige Gag, den ich kenne. Oh, dann erzähl doch mal bitte den Gag. Erzähl doch mal Gags, die dir dazu jetzt einfallen. Ja, ah, das trifft sich gut. Dann Toiletten am Ende des Ganges zum Beispiel. Ja, das muss ja nicht gut sein. Nee, das muss wirklich nicht gut sein. Und der ist wahrscheinlich deiner sogar noch besser als der hier steht. Ich möchte nicht. Also da unterhalten sich zwei Herren mittleren Alters. Nein, es hat etwas mit unserem Thema heute zu tun. Oh, schön. Also so einen Tipp kann man schon dazugeben. Wir befinden uns in einem, laut witze.de oder so, woher auch immer ich diesen Witz habe, ein schottisches Schloss sogar. Also egal, unerheblich. Es ist völlig egal für den Witz. Ja, das ist schon, also ich sag mal, im Bereich des Humors wird ja der Schotte als rhetorischer Geizkragen angesehen. Das Wort Haggis kommt nicht vor. Wäre aber schön. Ja. Und auch nicht Mac. Es ist schottisch, ist völlig irrelevant, aber es spielt in einem Schloss. Punkt. Willst du es nochmal probieren oder soll ich aufnehmen? Nee, lese es nochmal vor. Also, ah, das trifft sich gut, dann wissen Sie sicher, wo hier die Toiletten sind. Oh Gott, dann wahrscheinlich irgendwas auf Französisch. Was? Auf Französisch? Ja, so ein Fachbegriff aus dem Bereich der Schlossarchitektur, wo einer den anderen fragt, dass da hinten sehen Sie diesen und diesen Raum. Und da hinten in dem Westflügel befindet sich das und das. Und dann sagt er, wissen Sie ja, wo die Toiletten sind. Mit diesem Witz stellen wir die neue Rubrik vor. Meinst du, ich hau da jetzt hier mit Fachbegriff und ich hatte gehofft. Deep Space. Nee, mach ich nicht. Willst du den Witz hören? Mhm. Wir müssen ja auch noch deinen vorstellen. Ja. Du hast jetzt übrigens Lassi auf der Nase, einen Halbmond. Ist ganz schön. Naja, ein Gast kommt in ein altes schottisches Schloss. Er trifft auf ein Gespenst. Das Gespenst sagt... Da bin ich da nicht drauf gekommen. Ich bin schon seit über 400 Jahren hier. Ah. Und daraufhin sagt der Mann, ah, das trifft sich gut, dann wissen Sie sicher, wo die Toiletten sind. Schön. Naja. Ich fand ihn schon ermüdend, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Aber ich dachte mir, das ist ein kurzer, der geht um Schlösser. Ja, meiner beschäftigt sich auch mit dem Thema, über das wir heute sprechen. Und ist, ich hoffe, ein bisschen einfacher, weil auch der Popkultur entlehnt. Oh. Meine Pointe heißt, ich habe leider keinen Absatz gemacht. Okay, es spielt im Schriftstellermilieu. Thomas Mann sagt zu Heinrich Mann, ach, solche Gags müsste man übrigens, falls es sie noch nicht gibt, erfinden. Diese Manns. Oder?
Naja, ist egal. Also es spielt jedenfalls irgendwie so im Schriftsteller. Schriftstellermilieu. Er hat keinen Absatz Nein. gemacht. Ah, ich weiß, in welchem Milieu es spielt. Es spielt im Milieu von Handwerkern. Da ist er angesiedelt. Was ist es dann so? Innenarchitekten und so. Oder Zimmerleute oder so. Ja, rat mal weiter. Ja, ist die Richtung richtig? Nein. Also ich sag mal, der Witz baut sich meiner Meinung nach so auf, ich muss das ja auch mit einem gewissen Werf jetzt auch verteidigen. Dieser alte Sketchup-Witz, wo der diesen Hund da einbaut und so ähnlich, das ist so Pfusch am Baum mäßig und da hat er keinen Absatz eingebaut. Weißt du, was ich meine? Das ist der Gag. Also der Gag ja, ist, dass fällt Erwartungen, aus dem Fenster also, oder so. Die Erwartungen natürlich gebrochen werden. Die Erwartungen, die das werden. Ist bei Gags in der Regel immer so, ne? Ja, eben. Ja. Ja, das ist so meine Idee. Okay, nee. Gar nicht. Absatz. Ja, noch der Schuh natürlich. Ja, und was noch? Absatz. Ja, also aber Absatz ist schon, natürlich, der Schuh ist schon richtig. Absatz ist natürlich der berühmte Tipper. Hier Heinrich und Thomas Mann. Absatz. Ne? Mhm. Dann eben Treppenabsatz und Schuhabsatz. Und natürlich Money, Money, Money. Und darum geht's. Und wie war nochmal die Pointe? Ich habe leider keinen Absatz gemacht. Es spielt also im, ich hätte fast jüdisches Geldverleihermilieu gesagt, mich dem Rassismus aber ganz eindeutig schuldig gemacht. Nein, es spielt im Broker-Milieu. Ein Broker. Du hast schon wieder leichte Flecken auf der Nase. Sonnenflecken. Sieht ein bisschen aus wie Sonnencreme, so ein Lassi. Na gut, löst diesen blöden Witz auf. Mein Schuhgeschäft im Auenland musste leider schließen. Ich habe leider keinen Absatz gemacht. Boah, ist das bescheuert. Bericht mit zwei Erwartungen. Ja, wow. Hat. Richtig schrecklich. Aber passt zum Thema passt Schuh- und Schlüsseldienst. Zu meinem Gag, ne? Den ich hatte. Eine Wahnsinnsrubrik, die wird man sicher noch öfter hören. Von der wird zu reden sein. Wir schließen die Rubrik mal noch nicht, weil wir haben ja jeder noch einen Gag. Vielleicht bauen wir mein neues ist ganz schrecklich. Ja gut, dann hau ich nur meinen raus nachher nochmal. Jetzt will ich aber erst nochmal einen Zwischengag machen, wo alles schon gemeinsam ist, wo ihr direkt zum Ablachen kommt. Oh, bitte. Zum Ablachen. Das habe ich auch das letzte Mal in der Mickey Mouse gelesen. Kalle ist Schlossherr, obwohl er nur im mittleren Dienst arbeitet. Wow. Der ist Gefängniswärter nämlich. Das war ein Beamtengag. Ja, also bei Gefängnis, da begeben wir uns ja ins wilde Reich der Illegalität. Und wenn Sachen aufgesperrt werden, abgesperrt werden. Und wo ist das denn, wenn man sowas umgeht, sage ich mal, okay. Schlösser? Zum Beispiel, kann ja auch nur sein, wenn man sich zum Beispiel ausgesperrt hat. Oh. Sieht man häufig dann in Filmen, dass es umgesetzt wird, Leute, die versuchen mit Kreditkarten zum Beispiel. Es funktioniert aber nicht. Ich glaube nicht, dass das. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Vielleicht Weil schon. Also, das muss ja um mindestens zwei Ecken gebogen werden. Ich würde sagen, die Rechercheabteilung verlinkt uns, falls wir hier Bullshit reden, mal ein Video auf dieser großen Plattform. Ja, ich habe auch schon ein How-To gesehen. Ja. Aber ich kann es trotzdem nicht glauben. Weil danach ist auch die Kreditkarte kaputt. Also das ist sicher. Ja, das ist ganz sicher. Aber darum geht es ja auch nicht. Die Tür muss ja nur aufgemacht werden. Da kennen wir keine Verluste. Und wenn man Glück hat, sind schon noch ein oder zwei Kreditkarten drinnen noch. Mhm. Nee, also bin ich jetzt auch gerade groß am Zweifeln, dass das so einfach funktioniert. Vor allem dann würden ja diese ganzen Schlüsseldienste völlig überflüssig werden. Ich glaube auch, dass es mit Kreditkarten schwieriger ist, als wenn du einfach nur so laminierte Sachen hast. Mit laminierten Sachen? Einen laminierten Hasen zum Beispiel. Ja, eine laminierte Karte einfach. Das ja, ist dann so schlecht gemachte Karten eigentlich. Ja, aber das so ist dadurch mein, einfach, weil das ist biegsam und aber auch fest. Mein Privatdetektivausweis aus der 3. Klasse, der war so selbst laminiert. Wie ist deine Detektivgang? Ich hatte keine Detektivgang. Ich war natürlich. Ich war natürlich. Allein, ne? Privatdetektiv. Natürlich. Für mich privat. Ich habe mir auch eine Geige angeschafft. Es war und war es auch schwer kokainsüchtig. Es war eine Ukulele, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, ich hatte beim Schloss mir auch noch aufgeschrieben, das Fahrradschloss ist so ein Schloss, mit dem wir ständig zu kämpfen und zu tun haben. Und habe da aber relativ zügig gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Fahrradschlössern habe, weil. Jetzt kommt's, mir wurde in meinem Leben noch kein Fahrrad gestohlen. Soll's geben. Tatsächlich? Selten, aber es ist wahr. Ich habe mir nämlich immer nur so alte Schleifer geholt. Über ein Fahrrad gab es sogar eine Gruppe auf, ich sag mal, auf einem großen Portal, das es lange nicht mehr gibt, aber das, ich sag mal, in Pink gehalten war. Wie sagt man denn da? Social Network. Social Network.
Das konnten die damals noch nicht buchstabieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da gab es über mein Fahrrad eine Gruppe, weil alle so begeistert waren. Es hatte so eine Bremse vorne auf den Reifen. Es hat direkt auf den Reifen gebremst. Okay. Und hatte so eine Rücktrittsbremse und zwar so ein Damenfahrrad, so ein schwarzes. Richtig schönes Teil, richtig elegant. Es steht auch sicherlich noch irgendwo eingemottet. Aber es wurde mir eben nie gestohlen, weil es eben so alte Schleifer waren. Ja, hatte ich auch als Kind. Es hieß immer so, ja, ein richtiges Fahrrad, das hat man, wenn man schön ausfährt, irgendwie am Wochenende und wenn du nur irgendwo hin willst, Ja, du Freunde bist. besuchen, dann fährst du mit diesem klapprigen. Man hat auch immer vorne und hinten einen Achter gehabt auch. Du bist im 19. Jahrhundert aufgewachsen, ich verstehe dich richtig. Ja, aber Thema Internet, oder wolltest du noch? Nee? Ja, doch, ich wollte noch eine Fahrradgeschichte erzählen, Bitte erzähl eine weil die Fahrradgeschichte, meinen Glauben spannend. an die Integrität von solchen Schlüsselläden zerstört hat. Und zwar habe ich mein Fahrrad abgestellt irgendwo. Du siehst schlimm aus und immer schlimmer. Mit jedem Trunk, mit jedem Schluck, den du Ja, nimmst, sowas darf man mir auch nicht anbieten. tropft auch überall runter. Naja, jedenfalls habe ich das Fahrrad abgestellt und hatte Wochen später den Schlüssel verloren. Ja, und in meiner Verzweiflung. Hattest du da so ein eigenes Ding, ein eigenes Schloss oder war das Schloss schon dran? Nee, es Also. war so ein, ich weiß nicht, da gibt es auch Fachbegriffe bestimmt. So eins, was so gedreht Ach ist. so eine Spiralform. So eine Nee, weil Spirale. ich hatte immer eins, da war der Schlüssel schon dran. Also da konntest du dann einfach nur unterm Sattel einmal einen Schlüssel drehen und zack, fertig. Den konnte jeder aufschließen, weil der Schlüssel schon dran Ja, war. den konntest du danach natürlich Ah, abziehen. so. Ja, keine Ahnung mehr. Jedenfalls hatte ich dieses Weil Schloss. dran, das wäre auch richtig gut. Ja, das würde keiner checken, glaube ich. Also 70% würde es nicht checken. Ich hatte jedenfalls den Schlüssel verloren oder ich hatte ihn nicht dabei oder so und war in meiner Verzweiflung nahe und bin daraufhin zum nächsten Schlüsselladen gegangen, weil der irgendwie direkt ums Eck war oder so. Ja. Bin da reingegangen und dieser Mann, als ich ihm meine Geschichte erzählt habe, hat mir mit Freuden den Beutelschneider gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt alle Fahrräder aufgeknackt hätte, ja, die da in der Reihe standen, das wäre dem auch egal gewesen. Ich musste ihn auch noch zurückhalten. Er wollte mir auch noch eine Sturmmaske anbieten. Aber ich bin da mit dem Bolzensteiner gegangen und habe gebolzt. Ach, der ist nicht mit und wollte dann schauen, Der wollte welches keinen ist. Ausweis von mir für den Bolzensteiner. Der wollte nicht nachschauen, welches Fahrrad es ist. Das war dem scheißegal. Der hat sich dann Ja, richtig gefreut, als ich den Bolzensteiner wiedergebracht habe. Damit hat er nicht gerechnet gehabt. der liebt es irgendwie so Böshaftigkeiten zu streuen. Ja, das ist dieser Destruktivus, von dem wir vorletzte Folge war. Zu reden hatten. Du wolltest aufs Internet kommen. Ja, weil du es vorhin hattest mit deinem Social Network. Das ist ja anscheinend immer so eine Plattform ohne jegliche Sicherung und ohne jegliche Schlösser, wo du einfach überall hinkommst. Oh. Aber nicht mit den Capture-Verfahren, falls sie dir was sagen. Ja, die Capture-Verfahren sagen mir was. Steht kurz für. Drücken Sie aufs Backenhörnchen. Steht kurz für Completely Automated Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Schön, dass Sie da abgekürzt haben, ne? Sehr auch gut abgekürzt haben. Nee, aber es ist wichtig, finde ich, dass es das so ein langes Ding ist, weil das checken ja die Computer auch nicht, was das Sind auch wahnsinnig verwirrt. heißt. Und es war am Anfang, also ich weiß nicht, waren immer nur irgendwie so Sachen verzerrt und dann wurde es immer komplizierter. Ich glaube, irgendwann muss man so Gleichungen nach x umstellen und mehrere Unbekannte lösen, wo man dann einfach auch selber dann schon irgendwann raus ist. Ja. Was neuerdings, was mir so aufgefallen ist, was es immer mehr gibt, ist einfach nur so ein Feld, wo da steht, ich bin kein Roboter. Oder denke ich mir, okay, das. Du musst Yes anklicken oder Nee. Nee, was bei mir im Oder Moment. Autos in so Autos, dann aber auch. Bilderrätsel. Ja, Bilderrätsel und dann aber auch so gerne die Rückseite von Geschäften. Suchen Sie die Rückseite von Geschäften, wo ich mir denke, also ganz ehrlich, das kann ich nicht lösen. Es tut mir leid, weil ich weiß noch nicht. Ich war doch noch nicht da. Es sind dann meistens auch so amerikanische Saloons, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo da vorne und hinten ist. Weil die sind ja eh immer so eingepackt mit so einer Traube aus Werbungsschildern. Ja. Das heißt, du weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Das weißt du einfach nicht. Und dann drücke ich da drauf rum. Und wenn es falsch ist, muss ich natürlich das nächste lösen. Ja. Und dann freue ich mich immer, wenn Autos kommen, weil die sehen weltweit einigermaßen gleich aus. Ja? Und dann Vielleicht muss. bist du auch ein Roboter, man weiß es nicht. Ja, Wahnsinnig ich bin Roboter überfordert. und weiß es selber aber nicht. Ja. Apropos Internet. Aber Nein? ich wollte noch meine Pointe bringen. Ach, Lass mich du kurz wolltest machen. Es Pointchen geht und Antwort. immer weiter. Nee, weil das immer mehr umgangen auch von Robotern, die sind ja auch nicht so blöd. Zum Beispiel, entweder gibt es so Sweatshops, wo ganz viele Leute das lösen. Und der Roboter dann angreift quasi und die lösen aber einfach immer nur die ganze Zeit diese Capture-Rätsel. Ach, Oder das sind dann so Rätselseiten.
Also die ganze Zeit auch nur so Bilderrätsel machen. Ja. Ganz schrecklich. Oder dann gab es mal einen Fall, der hat so ein Programm den Leuten das so dazu gespielt, diese Rätsel, und die haben die dann unbewusst gelöst, nämlich in einem Online-Striptease-Spiel. Und dann habe ich mich gefragt, erstens, wer spielt sowas? Aber zweitens, Online-Striptease-Spiel habe ich in meinem Leben schon zweimal gespielt. Aber zweitens, der tut man sagen, so, ja, und jetzt ziehe ich hier irgendwie die Frau aus. Aha, und jetzt muss ich Autos finden. Und jetzt muss ich eine Gleichung lösen. Muss ja wohl so sein. Ja. Ja, interessant. Ja, Fand keine ich ganz Ahnung. witzig. Gut. Die Untiefen des Online-Rätsels sind mir immer verborgen geblieben, aber es gibt diese Online-Frauen nackt ausziehen, da musst du irgendwie Memory machen und dann Ja, kommt aber das ist dann eine auch ein nackte Memory, Frau was in raus. dieselbe Richtung geht und nicht Nein. finden Ich Sie habe da immer. Autos. Nee, Ritter Rost war bei mir immer da zu sehen. Und da war immer dann so Musikinstrumente, die du verbinden musstest, die den gleichen Ton gespielt haben und so. Und hinten raus kam dann so eine vollbusige Nackte. Keine Ahnung, also. Das ist wirklich eine Welt, die mir zu Recht auch verborgen blieb. Wo ich sage, schön, dass es das gibt. Die Welt wäre um so viel ärmer, wenn es es nicht gäbe, diese scheiß Captures. Aber sie sind natürlich wichtig. Ich verstehe auch nicht ganz wofür, aber okay. Also, es ist schön, dass wir einen Podcast im Internet haben, oder? Man merkt es immer Super. wieder, das Medium ist uns so fern, wie sonst selten irgendwas. Soll ich noch mal irgendwas zu Schlössern sagen? Nee. Über Spukschlösser. Spukschlösser sind Toll. schön. Ich Warst lasse du mal in erst einem weg. Spukschloss? Du bist doch hier der Schottlandreisende von uns beiden. Ja, war ich denn in einem Spukschloss, ist die Frage. Ich glaube, die Ich werben ja sehr war viel in. mit Spukschlössern, wo die Geister die Toiletten finden, zum Beispiel. Also ich war in Schlössern, die dann umgebaut wurden in Altbäder. Ja. Gefängnisanlagen, War wo ich auch in dann, einem. Ist ja nicht nur schottisch. ja, wo dann diese ganzen Hinrichtungsplätze dann noch da so stehen gelassen wurden, und da wird da schon ein bisschen mitgespielt. Also da ist dann alle Klar. halbe Stunde schreit dann irgendjemand aus einer Zelle raus. Oh Gott. Das war auch nicht so schön. Nee, sonst Spukschloss. Huibu habe ich als Kind gehört. Ja, Huibu fiel mir auch als erstes ein, weil ich auch mit Spukschlössern ist eigentlich nur ein Motiv aus der Kunst und Literatur. Sicherlich auch bei Sherlock Holmes und so. Ja, wann kommt man denn sonst in ein Schloss, wo man einfach sagt, das lässt man dann so. Ja. Ich gehe gerne, um abzureagieren, gehe ich in ein Spukschloss und mach's erst zum Spukschloss. Also meistens bin ich der Geist, der stets verneint. Ja, ich würde sagen, wir schließen das heute ab. Ihr wisst nicht, wann ihr uns das nächste Mal wieder hört. Vielleicht produzieren wir vor, vielleicht auch nicht. Willst du die Verabschiedung sprechen? Wiederhören. Blöd. Trennt euch bitte.